Nächste Frage hat der Reitschuster. Herr Reitschuster. Frau Fietz, warum schweigt die Bundeskanzlerin zu den Exzessen von Judenhass in Deutschland? Danke. Herr Reitschuster, Sie werden vielleicht sich an die Pressekonferenzen erinnern der vergangenen Tage. Da hat Herr Seibert an dieser Stelle sich schon vielfach geäußert und die Regierungssprecher sprechen im Namen der Bundeskanzlerin. Ist aber doch eine andere Wertigkeit, wenn die Bundeskanzlerin selbst sich äußert. Sie äußert sich sonst bei Angelegenheiten, die manche als weniger relevant einschätzen. Daher nochmal die Frage, warum äußert sich die Bundeskanzlerin persönlich nicht zu diesem doch ausgesprochen wichtigen und besorgniserregenden Ereignis? Danke. Die Bundeskanzlerin hat diesen Weg gewählt, über ihre Sprecher und Sprecherinnen die Positionen der Bundesregierung darzulegen. Danke. Herr Jung. Nächste Frage hat der Reitschuster.